Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir müssen wieder zurück zu Momentchen mal. Ich muss hier mal ganz kurz warten, bis ich wieder safe bin. Ich glaube, ich bin sogar safe. Da gibt's nämlich... Ach, fick dich doch, ey. Ich erwische dich, du Schwein. Aha, daneben. Geh mal hoch da. Lass dich nicht ein halbes Jahr dran hängen, meine Güte. Wir müssen nämlich weiter. Wir müssen noch zu Achilles. Ja. Ja. Sehe ich ähnlich. Man wird auf jeden Fall von so einer kleinen Ecke komplett geblockt. Als ob da eine riesen Wand stehen würde. Das ist normal so. Passiert mir in Wirklichkeit auch immer wieder. Natürlich jetzt sehr clever, dass ich direkt hier runterspringe, aber das ist mir auch scheißegal. Ich werde aber nicht müde. Warte mal, ich kann doch hier schnell rein, oder? Nein, kann ich nicht, verdammt. Warum sind hier auch so viele verkackte Wachen? Was soll das? Ach, geh weg, Junge. Geh mal hoch. Wir müssen weg. Ja, geht da auch hoch, meinetwegen. Oh, scheiße, da ist auch so ein Typ. Oh, Alter, warum sind hier so viele von diesen verhurten Wachen, ey? Was soll das denn? Oder Soldaten sind ja keine Wachen mehr. So und so und so und ich glaube, ich springe mal ganz kurz hier hui, ins Wasser rein. Wir tauchen kurz. So. Ah, komm schon, ich kann die Luft nicht so lange anhalten. Hm. Er wird sowieso sagen, du darfst jetzt kommen, wenn du anonym bist. Also geh wieder weg. Scheiße. Alter, nein, er hat mich gesehen. Scheiße. Ich muss woanders hin. Alter, hier können die mich gar nicht sehen. Oh, Scheiß. Oh, ich bleibe erstmal kurz hier drin, ne? Ich bin anonym. Das Problem ist, dass die Wache natürlich, der Soldat immer noch hier ist. Ich hoffe einfach mal, es gibt jetzt kein Problem. Wir gehen einfach mal direkt zu Ach nee. Wie dann? Achso, ihm sollte ich den Brief bringen. Er sagt das doch gleich, Junge. Oh, wir reden jetzt mal mit Achilles. Ah nee, du bist gar nicht Achilles. Dann reden wir mit dem anderen komischen Mann, der nicht Achilles ist. Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescherung. Wer bist du? Samuel Adams, stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her! Hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm hübsches die Schuld Bild. Am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. 10 Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Irren führen. Tun? Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Alles klar. Reiß die Steckbriefe ab, dann reden wir. Okay. Ich gebe mein Bestes. Aber wir springen jetzt erstmal hier kurz rein. Ich muss ja auch dabei ein bisschen aufpassen, weil hier sind ja auch überall Wachen, die mich dann natürlich sehen. Und wenn die mich sehen, dann gibt es wieder Stress und oh, all dieser Rotz. Na? Aber kein Problem, wir sind ja wie ein Ninja. Im Grunde. So. Alter, das wurde manchmal angezeigt, dass du mich angreifst, du Pisser. Alter. Scheiße, wie ging das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Aber er hat den trotzdem gekillt. Finde ich gut. Finde ich gut, dass er trotzdem seinen eigenen Mann tötet. Das macht auf jeden Fall... Aua. So, ja, jetzt müssen wir mal hier... Ne? Geht nicht anders. Tut mir ja leid. So, wir reißen jetzt einfach diese Bekanntmachung ab. Ich will die... Nein. Nein. Ach, scheiße. So. Abmachen.
Lalala. Was ist denn hier passiert? Ich weiß es auch nicht. Ich war das nicht, also. So, warte, dreh mir den Rücken zu, dann kann ich am eben. Nee, kann ich gar nicht rufen, ist ja scheiße. Wie komme ich denn jetzt da an diese Bekanntmachung ran? Das ist so die Frage. Aber ich nicht mit euch, ihr seid scheiße. Jetzt, Alter. Mann, warum bist du so dumm und kannst da nicht dann hochklettern, du Arsch? Ja, dann bringe ich euch jetzt auch um, dann ist das nun mal so, wie es ist. Kann ich gar nichts für. Wo ist das? Der erste da unten? Mensch. Geht's hier wieder runter? Dann machen wir mal hier mit dem interagieren. Oder auch nicht. Ey, ich hab dich eigentlich voll geblockt, Junge. Muss ich mal kurz warten hier. Bis einer angreift. Alter. Ich weiß auch nicht mehr, wie das geht. Ich hab schon wieder vergessen, ey, wie man die... Alter, ohne Scheiß, Mann. Zeig mir doch mal wenigstens an, dass sie mich angreifen, die Pissnelken. Oh, hast ja super gemacht, Junge, aber so nicht. Meine Fresse, Alter. Ich muss den gleich töten, den kleinen Pisser. Der geht mir auf die Eier. Greif mal ihn hier an, weil der geht mir voll auf die Nerven. Und ich greife. Alter. Alter, fick dich doch. So. Meine Güte, geht doch. So. Alles cool. So, abreißen, wir sind fertig. Jetzt müssen wir uns wieder mit ihm treffen. Achso, er ist auch direkt hier. Okay. Wir verdächtigen einen Mann indianischer Herkunft. Man kann nur spekulieren. Okay. Ah, Connor, da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das der Mörder? Ruhig, mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite, oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Teint, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann so läuft das hier. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. Alles klar. Was bleibt denn noch für eine Aufgabe? Wo gehen wir hin? Zum Drucker. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Sie stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. Ja, lauf doch. Ach so, mit uns meinst du im Grunde mich. Alles klar. Ja, ist aber manchmal ein bisschen verwirrend, ne? Wenn die uns sagen, dann denkt man ja eigentlich, man meint auch uns, also mehrere. Moment, ich gehe mal wieder runter. Lalalala. Ach, wobei, er folgt mir natürlich. Natürlich auch nicht. Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Deshalb, du lernst erstmal die Tunnel kennen. Tunnel? Die Freimaurer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Okay. Dann lernen wir mal die Tunnel kennen. Kein Problem, aber wir müssen ja erstmal hier um die Wachen herumschlawenzeln. Die sollten uns ja nicht unbedingt sehen. Ich denke, das wäre von Vorteil. Hier geht's ja gar nicht weiter, das ist ja doof. Okay, hier geht's aber auch nicht weiter, das ist ja auch doof. Das heißt, wir gehen mal hier komplett außen rum. Ist dann natürlich super, weil hier sehe ich nichts mehr. Ab jetzt auch noch. Ab jetzt kompletter Blindflug. Da hinten haben wir es auf jeden Fall. Wobei ich auch gar nicht weiß, die dürften sich für mich jetzt im Moment gar nicht mal interessieren. Warte mal. Hier gibt es so eine Almanach-Seiten. Ich will die haben. Wo ist die? Seite! Komm! Ach, jetzt ist sie weg. Scheiße. Hallo. Okay. Aber die wollen... Alter, da darf ich nicht durch. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme am besten. Wo ist der denn, der Typ? Bleibt der denn da stehen, der Mongo? Komm mal mit, Junge. Hallo? Hallo? Verstehe ich gerade nicht.
nichts zu suchen. Ja, ja, ich bin ja schon wieder weg, Junge. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Hm, na gut. So. Kommt der jetzt? Alter, komm doch mal jetzt her, Mann. Lass doch mal das scheiß Pferd Pferd sein und komm. Mein Gott, ey. So, wir sind da, bei den Tunnels. Hier wären wir also. Okay. Ich sehe dich drin. Okay. Von ganz Boston gesucht. Na, ich glaube, haben wir auch nicht. Ah doch, haben wir sogar geschafft. Nice. Nein, ich will mir meinen Fortschritt nicht ansehen, mach weiter. Wir wollen in die Tunnel hinein. Denn die müssen wir ja schließlich kennenlernen, damit wir die auch in späteren Zeiten nutzen können. Oh, ein bisschen dunkel. Mach mal Licht. Ah, Licht, sehr schön. Warum muss ich die Laterne hier tragen, die Lampe? Kannst du das nicht alleine? Bist du krank? Naja. So, wir wollen uns mal ein bisschen beeilen hier. Ach guck mal, ist da sogar schon. Mit deiner Laterne an, Connor. Sie zeigen uns den Weg, sollten wir umkehren müssen. Und weshalb bauten Sie diese Tunnel? Ich habe dir eine Frage gestellt. Könntest du mir die bitte beantworten? Sehr gut. Lass uns weitergehen. Ja, ich bin schon dabei, Mann. Die sind doch schon alle an, die Lampen. Was willst du von mir? Es ist schmerzhaft, das zu sagen, aber wir müssen den Ratten folgen. Sie bewegen sich oft in Richtung Ausgang. Oh, Moment. Die war noch nicht an. Dann wollen wir das mal eben tun. Und da sind wir schon wieder draußen. Ging ja rucki zucki im Grunde. Gut, gut. Du hattest recht. Ich entschuldige mich für meine Zweifel. Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist. Teufel. Ich schätze, Schlosserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire. Ah, Junge. In unserem Dorf hatten wir ganz viele Schlösser. Ah, die Zelte waren immer abgeschlossen. Und ich bin in jedes Zelt hineingekommen. So sieht es nämlich aus. Was nimmst du denn das einfach raus, du Kackfrosch? So. Alter. Komm, mach die Scheiße auf. Geht doch. Gut gemacht. Der Drucker ist nicht weit. Wir sehen uns dort. Okay. Sequenz 5 abtauchen. Also die haben immer mehrere Titel, die Sequenzen. Oder eine Sequenz hat mehrere Titel. Das sind immer diese kleinen Unterkapitel. Jetzt müssen wir aber erstmal zum Drucker und die Maschine zerstören, damit da nicht weiter Schindluder getrieben wird mit unserem Bild. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Vor allem ergibt sich als Spanier aus, hat aber voll die, hier. So, ne? Nee, Moment, ich... Nee, ach, ist doch scheißegal, wo ich lang gehe eigentlich. Hat aber voll die indianischen Sachen an, so, das wollte ich eigentlich sagen. Oh, da wollte ich eigentlich nicht hoch. Okay, hier ist gleich... Ja, du stehst mir doch im Weg, Junge. Na toll. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das doch anders gemacht. So. Tschüss. Es geht doch nichts über einen guten Faustkampf. Muss ja auch mal sein. Ach, das ist doch der Händler, den kennen wir doch. Du verlangst sehr viel von mir, Sam. Ich weiß, aber ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Es ist wirklich unerlässlich. Gut, doch nur dieses Mal. In Zukunft haben diese Dienste ihren Preis. Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig. Ganz zu schweigen von der Gefahr, entdeckt zu werden. Ich werde deine Güte nicht vergessen. Ich auch nicht. Dank ihm wird man bestimmt nicht länger nach dir suchen. Komm, ich zeige dir, wie du abreisen kannst, jetzt, wo wieder Ruhe herrscht. Also er sieht zumindest aus wie der Händler, den wir ja schon mal besucht haben. Oh, nun hattest du Gelegenheit, alles mal zu sehen.
Ja. Unlauteres Benehmen wird die Bürger erregen und bringt sie dazu, die Wache zu rufen. Abhängig von der Schwere deiner Verfehlungen suchen sie vielleicht nur kurz nach dir, bevor sie zu ihrem Posten zurückkehren. Doch bei schweren oder wiederholten Verbrechen werden sie bei der Verfolgung aggressiver vorgehen. Mhm. Vergiss das nicht. Es gibt drei Wege, das Blatt zu wenden. Entferne Steckbriefe, besteche Stadtschreier oder erstelle bei einem Drucker deine eigene Propaganda. Das ist falsch. Warum erkläre ich nicht einfach, dass ich unschuldig bin? Ist das dein Ernst? Wir erwidern Lügen mit Lügen. Gedruckte Worte werden für wahr. Toll. Hätten sie auch zu Ende lassen können. Naja, egal. Sprich mit dem Hafenmeister und er bringt dich heim. Hab Dank für alles, Sam. Ich verspreche, den Gefallen bald zu erwidern. Oh, ich zähle darauf. So richtig? Ja, man lernt ja auch dazu. Es ist halt so, dass man halt nicht voraussetzt, dass man die anderen Spiele auch gespielt haben muss, um das hier alles dann zu spielen. Man hat halt keine Vorkenntnisse, deswegen sind hier die ganzen Tutorials nochmal mit eingebaut. Achso, ich muss zu ihm hier. Ich dachte, ich muss zum Schiff. Na gut, dann gehen wir mal zu ihm, aber ich habe gar kein Geld. Boston. Was ist denn hier? Grenzland? Devonport. Wo muss ich denn jetzt hin? Mach mal ganz kurz hier das Gärtchen auf, bitte. Oh, hier sind noch mehr so eine. Mann, Karte lassen. Danke. Grenzland. Ich soll ins Grenzland gehen, wenn ich da so per Schnellreise. Achso, da kann ich auch per Schnellreise hin. Ist ja interessant. Ne, geh mal kurz raus. Ach, ich soll sogar nach Devonport gehen. Na, sag das doch gleich, Junge. Meine Güte. Stand bestimmt irgendwo, ich hab's nicht gesehen. Na klar, wollen wir nach Devonport Siedlung. Da sollen wir ja hin. Haben wir gerade erfahren. Deswegen machen wir das natürlich auch. Und schon sind wir in Devonport. So, ich muss irgendwo da hinten hin, wie scheint. Dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Was immer da wartet. Es soll nicht zu lange warten. So. Ja, die Bewegungen sind echt schön gemacht. Wird sich auch ein bisschen hochgezogen an einem kleinen Hügelchen. Ist schon schön, das Spiel, muss man sagen. Also wie gesagt, die Story finde ich ist jetzt nicht so atemberaubend. Also sie ist gut gemacht, sie ist gut inszeniert und so, aber sie ist jetzt keine Innovation an Storytelling. Aber das Spiel im Gesamtpaket ist einfach bombastisch. Ich finde es extremst geil. So, jetzt, Alter, geh doch mal durch den Schnee durch hier. Nimm den Feuerzeug mit, brenn den Schnee weg, dann läuft das besser. Wir sind wieder bei Achilles zu Hause. Ich würde aber mal sagen, an dieser Stelle beende ich die Folge. Hoffe natürlich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise hören uns wieder. Bis dahin. Haut rein, Leute.